zusammen mit mir, der Easy von der Cheesy. Oh yeah, da sind wieder Wetterbänge am Start, Leute. Und ich habe heute einen richtig, richtig fiesen Plan, okay? Heute werden wir jemanden trollen und zwar extrem. Tops hat mir nämlich, letzte Folge oder so war es, keine Ahnung, richtig viele Nachrichten geschrieben. 7 Tage ist es schon her, oh mein Gott. Also, nicht diese 3, es waren 100 ungefähr. Ich musste alle per Hand löschen. Und um euch mal zu zeigen, wie nervig das ist, dieses Zeug zu löschen. Hier, ich zeig's jetzt mal, ich habe ein paar übrig gelassen. So, ich kann löschen klicken und dann fragt er mich nochmal. Und dann muss ich da nochmal drauf klicken. Das war echt eine Tortur und deswegen habe ich mir gedacht, wir rächen uns hier heute an Tops. Deswegen sind wir auch schon bei seinem Haus. Er hat mit mich geschrieben, hallo Easy, lern bitte mit Briefen zu schreiben, danke. MFG Tops. Ja, nee, Tops, als wenn ich nicht mit Briefen schreiben könnte. Aber um dir das Gegenteil zu beweisen, um dir zu zeigen, dass ich doch mit Briefen schreiben kann, habe ich dir etwas vorbereitet in deinem Haus. Und zwar diesen wunderschönen Briefkasten. Tops hat jetzt einen Briefkasten vor seiner Tür mit einer Obsidian-Truhe, die ich ihm vorbereitet habe, Leute. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Aufwand das war, all diese Briefe für ihn zu schreiben, Freunde. Das sind bestimmt 100 Briefe hier drin. Ich nehme mal einen raus, okay? Hier ist ein Buch drin. Ah, so ein Mist. Ich will diese Truhe eigentlich gar nicht anrühren. Warte mal. Wir nehmen einfach mal einen Brief von hier oben. Ich meine, warum auch nicht? Denn das hier, das sind keine Lappen, wie man vielleicht denken könnte. Das sind weitere Briefe, die ich mir hinterlassen habe. Und wir können jetzt hier mal reinschauen. So, zack, was da denn auch drin steht. Was ein Cent? So gönnerisch bin ich? Ja, scheinbar schon. Also, sehr geehrte Frau Tobias, vielen Dank für Ihren Rat. Wie von Ihnen empfohlen, schreibe ich Ihnen nun mit Briefen. In jedem dieser Briefe habe ich als kleine Überraschung einen Dank hineingetan. Mit freundlichen Grüßen, Easy von der Cheesy. Oh yeah! Genau, Leute, hier 1 Cent in jedem Brief. Tops muss also die Briefe öffnen. Ich meine, er wird sich ja nicht einen Cent entgehen lassen hier. Also alle 100 Briefe von hier vorne, alle 40 Briefe von hier. Wisst ihr was? Ich mache mal in den ersten hier, damit das nicht so leer aussieht. Zack, da geht er wieder hin. Und wir behalten einfach den Cent. Haben wir ihn auch noch gescampt hier. Richtig nice. Und es geht natürlich weiter. Freunde, hier, Tops seine Base habe ich natürlich auch noch ein bisschen verschönert. Kann ja nicht sein, dass ich ja alles alleine dekorieren muss. Das wäre ja ziemlich fies von mir, wenn ich ihn das machen würde, lassen würde bei meinem Talent, das ja so unfassbar ist. Kann ich auch mal ein bisschen ihm unter die Arme greifen. Hier ist übrigens noch eine zweite Truhe. Und auch hier, alle Briefe beinhalten den gleichen Brief. Ich hoffe, ich habe mich nicht verschrieben. Werden wir sehen. Aber Freunde, Tops hat noch eine zweite Etage. Also er hat das Erdgeschoss, dann die erste Etage. Und hier vorne geht es noch zur zweiten Etage. Und hier sehen wir schon, ich habe natürlich mal wieder meine künstlerischen Fähigkeiten ausgepackt. Und hab Tops eine Windel angezogen. Ist es nicht nett? Und einen kleinen Schnuller in seinen Mund getan. Einfach nur, weil ich dachte, dass es wirklich gut zu ihm passt. Und er hat hier so ein komisches kleines Labyrinth. Ich weiß gar nicht, wieso. Also das ist so einfach irgendwie zu machen. Ich weiß gar nicht, warum wir da überhaupt durchgehen. Keine Ahnung, warum er uns das antut. Aber hier vorne habe ich ihm noch hingeschrieben, damit du auch mal etwas schöne Kunst in deinem Haus hast. Hier, ja, also, ich hätte es noch signieren müssen. Das habe ich natürlich jetzt vergessen. Egal, nächstes Mal signiere ich das Ganze. Weiß ja sowieso jeder, dass dieses Bild von mir stammt. Und wir können mal weiterschauen. Seine ganzen Pflanzen haben angefangen zu blühen. Es wachsen Briefe an seinen Bäumen. So nice. Und er muss jeden einzelnen davon wegmachen. Ihr glaubt nicht, wie lange das gedauert hat. Dieser Prank hat mich Tage gekostet. Aber es hat sich oft nicht gelohnt, weil er so ein falsches Aufwand haben wird, all diese Briefe zu öffnen und zu lesen. Oh mein Gott, da kann er ein Special machen, da kann er einen Livestream machen, der geht Wochen, Leute. Da kann er einen wochenlangen Livestream machen. Okay, hier geht's weiter. Hier habe ich eine weitere kleine Überraschung für Top. Aufgabe, suche das Picture Frame. Das hier ist ein riesiges Gemälde und das Picture Frame könnte überall sein, an jeder einzelnen Stelle. Und der muss es abbauen. Oh no, der arme Tops. Der muss es abbauen. Lol, wo geht's hier runter? Da geht's bis zum Bedrock? Hä? Was ist das hier? Ich glaube, das ist, weil Tops sich mal selber töten wollte. Ich will nicht wissen, was das ist. Warte, das ist zu tief. Das muss normales Wasser sein. Ah, ich habe ja meine Waterwalking Boots an. Ich kann ja gar nicht reinfahren. Ich wundere mich schon, wieso ich da nicht reinkomme. Also, Tops,
viel Spaß dabei, hier das Picture Frame zu finden. Ich hoffe, das wird dich keine Wochen kosten. Na, ich hoffe eigentlich schon. Und ja, mal gucken, wie lange dieses Bild hier, dieses Gebäude verschönert wird. Wir werden es sehen. Und hier vorne noch als weiteres kleines Highlight, hier haben wir einen Brief, den ich hier hingebaut habe. Den kann man sogar betreten. Also Tops, wenn du möchtest, hier einfach Tür aufmachen und zack, hast du deinen eigenen begehbaren Brief. Sowas wie einen begehbaren Kleiderschrank. Also, falls du mal eine große Version davon brauchst, haben wir sie hier. So, und ich hoffe, das ist mit Fuel voll. Yes! Wir können fliegen, Leute! Oh mein Gott! So, zack! Oh mein Gott! Was macht das Flugzeug denn da? Hä? Ist hier Wasser unter? Das sieht so aus, als wenn da Tropfen rauskommen. Nee, okay, habe ich mir vielleicht nur eingebildet. Keine Ahnung, Tops, Alter. 134 Tote. Ist er noch vor Flo? Warte mal, ich muss mal gucken. Wie viel hat Flo? 70 Tote nur? Oh mein Gott, Tops führt die Todesliste an. Das ist ja absolut verrückt. Hier sind neue Shops drin, die habe ich euch aber schon gezeigt. Aber wenn ihr irgendwas wollt, was ich kaufen soll oder so, vielleicht eine andere Tür oder vielleicht auch eine neue Freundin für den Noob oder sowas, ich weiß nicht, dann schreibst du mal in die Kommentare. Und Nola? Was machst du denn hier vorne? Hi, was geht ab? Ich bin gerade unterwegs, ich wollte... Was? Easy, solltest du nicht zum Professor gehen? Oh no! Oh no! Du hast recht! Oh mein Gott, das habe ich völlig vergessen! Leute, wir müssen doch zu Professor Brain und Professor Brain fragen, wie es mit dem ganzen organischen Material aus dem Hirn des Noobs aussieht. Da sind wir auch schon. Wo ist der Professor? Warte mal, ist offen? Hallo? Professor Brain, ich hätte noch mal ein paar Fragen. Hi, Spinella, hast du den Professor irgendwo gesehen? Ist er wieder in seinem Untersuchungszelt? Oh, was macht der denn da? Der Noob? Ja, ja, schon gut, Noob. Du müsst dich nur noch etwas erholen von der Operation. Oh nein, der Noob will freikommen. Oh mein Gott, der Professor hat ihn hier so ein kleines Zelt hingestellt. Noob, entspann dich doch mal. Du kommst da nicht raus, Kollege. Was ist denn das da? Hä? Ist das hier eine Dusche oder was? Oh mein Gott, der hat da eine Dusche. Das ist ja echt nett. Oh, Easy, du bist sicher hier wegen der Masse. Komm bitte mit in mein Labor. Okay, ich bin da. Ja, ich will wissen, wie es darum steht, beziehungsweise... Wo hat er denn die Maske her? Untersucht er die auch? Beziehungsweise, die erste Kommandantin will das wissen. Guck mal zu hier. Warte, was? Hier hinten? In ihr Geheimlabor? Wir dürfen mal ins Geheimlabor. Ich habe die Masse aus dem Kopf des Noobs untersucht. Und ich weiß jetzt, worum es sich dabei handelt. Ihh, das sieht eklig aus. Was ist es denn? Es ist ein organisches Material. Wenn ich mich nicht irre, ist es Haut. Was? Ihh! Es scheint, als hätte das Wesen die Haut abgestreift. Ihh, das hat die Haut abgestreift, um somit unsichtbar zu werden? Ihh, oh Gott. Und dann ist die Haut im Hirn des Noobs gelandet. Wie? Die Haut enthält jedoch intelligente Zellen. Sie haben den Noob übernommen und ihn gesteuert. Mein Gott, Leute, wie ist denn das passiert? Du solltest der erste Kommandantin die Information überbringen. Sowas Ungewöhnliches habe ich vorher noch nie gesehen. Alright, dann bin ich mal unterwegs und überbringe der ersten Kommandantin diese wertvollen Informationen, dass das Gehirnzellenhaut ist, die intelligent ist und Menschen steuern kann, wenn man ihnen das ins Hirn packt. Was will er denn noch? Haben Sie was vergessen? Vielleicht kann die Haut jetzt auch, keine Ahnung, chinesisches Essen kochen oder so? Ich habe hier noch was für dich. Du kannst es sicher besser gebrauchen als ich. Was denn? Ist das ein Hanglider? Ich habe einen Hanglider. Dankeschön. Probieren bitte aus und notier die, wie er funktioniert. Ich arbeite daran, ihn zu verbessern. Ja, wie nice. Danke, Professor Brain. Yeah, Leute, wir haben den Hanglider. Ah, wie cool. Oh mein Gott, nicht in die Lava. Alright, ich setze mal hier meine diebelnde Maske auf, weil wir müssen ja hier immer geheim sein, wenn wir als Dieb unterwegs sind. Und dann schauen wir mal. Davon ist sie, die erste Kommandantin. Hallo. Madame, erste Kommandantin, was hat der Professor herausgefunden? Okay, ich berichte Ihnen hier eins zu eins, was er gesagt hat. Also, es handelt sich bei dem Gehirn des Noobs um Haut, was der Professor auf dem Mond gefunden hat. Und die Haut war von einem Wesen, das unsichtbar ist. Und der hat seine Haut abgeworfen. Irgendwie sowas. Verstehen Sie? Ah, das habe ich mir gedacht. Ach, wirklich? Es ist das Mondwesen. Aber was hat es vor... das hat der Professor nicht gesagt? Keine Ahnung. Wir haben es hier mit einem sehr gefährlichen Geschöpf zu tun. Es könnte überall sein. Ah, da ist es! Oh mein Gott, ich bin im Swag. Was ist los, Leute? Guck
Komisch, dass es genau jetzt auftaucht, nachdem wir den Jäger gefasst haben. Ich hoffe, das ist ein Zufall. Meinst du, das Ding arbeitet mit den Jägern zusammen oder sowas? Ich habe einen Auftrag für Nola und dich. Irgendwo auf dem Planeten befindet sich eine geheime Basis. Tatsächlich? Okay. Was sollen wir machen? Darin werden geheime Dokumente aufbewahrt. Unter anderem auch Dokumente über das Mondwesen. Nennen wir es wirklich Mondwesen? Es könnte überall sein. Es hat euch die Fußspuren hinterlassen. Ihr müsst die Basis finden und die Dokumente stehlen. Vielleicht finden wir so heraus, was das Wesen vorhat. Alright. Das werden wir schaffen. Wir geben unser Bestes. Das Labor müsst ihr selbst finden. Stimmt, wo finden wir das eigentlich? Ich weiß nicht, wo es sich befindet. Vielleicht kann euch der Professor helfen? Milady, wie sollen wir denn das Labor finden? Okay, ich frage den Professor. Gut, vielen Dank, erste Kommandantin. Wir sollen das Labor ausräumen, richtig? Was will das Wesen? Ich muss jetzt nachdenken. Geh jetzt bitte. Ich war doch schon fast weg. Weißt du, was erklärt sie mir noch? Ich soll gehen, wenn ich schon unterwegs bin. Leute, hier, Hangglider über dem See ist in Ordnung, weil ganz ehrlich, kann ich nicht zufällig in Lava fallen, hoffentlich. So, zack. Und jetzt kommen wir auch wieder heim. Ja, okay, so funktioniert das Ganze. Alles klar, gut. Freunde, ich würde sagen, dann war's hier an der Stelle mit unserer heutigen Folge. Hier ist was umgebaut worden, Leute. Jemand hat hier was umgebaut. Irgendjemand war bei mir. Ist hier jemand eingebrochen? Okay, ich muss mir das jetzt mal ganz in Ruhe anschauen. Okay, Leute, das war's hier an der Stelle mit unserer Folge Minecraft Galactus. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schaut in der nächsten Folge vorbei oder auch gerne morgen um 14 oder 15 Uhr wahlweise auf meinem Kanal. Da kommt nämlich dann ein neues Video, wie jeden anderen Tag auch. Ich weiß gar nicht, warum ich euch das erzähle. Ihr wisst ja eh Bescheid. Alles klar, wir sehen uns. Bis dann, euch allen noch einen schönen Tag. Und hasta la pasta!